Willkommen zu einer neuen Runde Fußballmanager 13. Ja, lang ist es her, dass dieses Spiel auf meinem Kanal präsent war. Damals noch mit dem Millionärsprojekt mit dem FC Schalke 04. Ja, und da demnächst die Sommerpause naht, habe ich mir gedacht, ich wollte irgendwas Strategisches machen, ein Strategiespiel, was der Manager ja im Grunde ist, und was mit Fußball machen. Und ja, da kommt man irgendwie auf diesen Manager. Nee, ich wollte generell mal eine neue Serie hier präsentieren. Ich weiß, ich habe mehrere aktuelle Projekte am Laufen, wie World of Guru, Risen, was irgendwie aktuell auf jeden Fall pausiert ist. Gucken, wann das weitergeht. Und SmackDown. Aber ich möchte halt auch etwas anderes noch haben, was ich so mal abends nebenher zocken kann, weil die anderen Projekte, die dümpeln so vor sich hin. Die werden weitergehen, keine Angst. Ich habe mir kein wirkliches Zeitfenster gesetzt, aber ich möchte irgendwas haben, womit ich fußballtechnisch den Sommer überbrücken kann und auch darüber hinaus weiterverfolgen kann. Also komme ich schlussendlich auf den Fußballmanager. Und keine Angst, diesmal wird es nicht mit Geld, wird der Verein nicht mit Geld vollgepresst sein. Ich werde alles schön selber managen. Ich werde alles von klein auf hochziehen. Was heißt von klein auf hochziehen? Wir werden schon einen Verein aus der ersten Bundesliga nehmen, aber keinen wirklich großen Verein. Ja, alles Weitere werde ich eigentlich jetzt während der Einrichtung des Spiels erklären. Wir gehen mal auf neues Spiel. Wir spielen den Standardmodus, alleine weil ich halt einen selbst ausgewählten Verein nehmen möchte. Wir werden den Verein weder besitzen, noch werden wir mit Entlassungen spielen. Warum will ich nicht mit Entlassungen spielen? Weil ich 2 Jahre auf jeden Fall bei diesem Verein bleiben möchte. Egal was passiert, egal was für Tiefs wir haben, was für Krisen wir haben. Ich möchte bei diesem Verein bleiben und mit dem weiterspielen. Ich habe noch nie ohne Entlassungen gespielt. Entlassen wurde ich schon häufiger bei privaten Spielständen. Dazu aber gleich auch noch ein bisschen mehr. Also, ich lasse das einfach mal raus. Aber auch erstmal nur bei diesen 2 Saisons. Vielleicht werde ich dann hinterher, falls ich nochmal irgendwann mit einem anderen Verein weitermache, das Ganze wieder mit reinnehmen. Wir starten mit dem Mitarbeiterstab, den der Verein hergibt. Das Gehalt lassen wir jährlich zahlen, wöchentlich. Ich glaube nicht, dass da einer nach Wochenlohn bezahlt wird. Oder Wochengehalt. Kenne ich gar nicht, Wochengehalt. Ja, egal. Zeige Gesamtstärke und Talentstellen, lassen wir auch drin. Alleine um ein kleines Indiz zu haben, wonach wir gehen können. Vor allem ich, der nicht die größte Ahnung hat. Tipps lassen wir auch drin. Alleine weil ich klammere das ganze erste Let's Play mit dem Fußballmanager, klammere ich mal aus. Das hat es im Gedanken erstmal nicht gegeben, weil ich nicht wirklich Ahnung von diesem Manager habe im Detail. Also lasse ich das einfach mal drinne, um mir noch so ein paar Hinweise vielleicht geben zu lassen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, Datenbankeinstellungen. Ja, wir spielen mit einer Datenbank aus dem Editor. Die habe ich mir runtergeladen und eingebunden. Ich versuche alles in der Beschreibung zu verlinken, was ich an Mods, Patches etc. habe, weil das ist doch schon eine ganze Menge. Und wen das interessiert, der kann auch sonst nachfragen. Falls was in der Beschreibung nicht vorhanden sein sollte, ich reiche das dann entsprechend nach. Wir spielen mit uneingeschränkten Transfers und mit zukünftigen Transfers. Ich glaube nicht, dass in der Datenbank einige Transfers zukünftig sind, aber vorsichtshalber lasse ich es mal drinne. Ja, und ich möchte halt volle Kontrolle über das Transferbudget haben. So, jetzt kommt die Ländereinstellung. Dem aufmerksamen Zuschauer wird schon aufgefallen sein, dass hier steht, die Auswahl übersteigt die Speicherkapazität ihres Computers. Das ist eigentlich kompletter Nonsens. Ich habe das auch manuell aushebeln lassen in der User.ini. Das kriegt er gleich nochmal als Meldung, wenn ich hier auf weitergehe. Nein, ich wollte euch noch die Ligen vorher zeigen. Nee, aber dazu gleich. Als Ligen haben wir die belgische erste Liga, die brasilianische erste Liga, in Deutschland, dem Land, wo wir auch spielen, alles bis zur Oberliga runter simuliert. In England sind es die ersten 2 Ligen, in Frankreich ist es die erste Liga, in Italien ist es die Serie A, also auch die erste Liga, die Eredivisie in den Niederlanden, in Russland die erste Liga, in Portugal die erste Liga, in Spanien die ersten 2 Ligen, und in den USA die Major League Soccer. Ja, und jetzt kommt hier die Meldung, sie haben ihre User.ini modifiziert, um die empfohlene Ligenbegrenzung des Spiels zu umgehen und spielen auf eigenes Risiko. Für diesen Spielstand kann daher kein Support gewährt werden. Ihre Änderung kann Abstürze im Spielablauf verursachen, insbesondere solche mit der Fehlermeldung Runtime Error. Auch besteht die Gefahr, dass der Spielstand irgendwann nicht mehr fortgesetzt werden kann. Wie ich das letzte verstehen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das mit dem Support finde ich witzig, da die Reihe ja sowieso nicht mehr so wirklich supportet wird, weil sie eingestellt ist.
Es gibt keinen neuen Fußballmanager, zumindest nicht von EA. Naja, ich ignoriere das gekonnt. Wir sind Badass, wir pfeifen auf die Ligenbegrenzung. Jetzt müsste eigentlich der Manager-Bereich kommen, wo wir unseren Manager erstellen, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Das machen wir alles schön hier heute in dieser Folge. Diese Ladesequenzen werde ich nicht immer drin lassen. Also von, wenn ich jetzt, sag ich mal, in einen Spieltag reingehe und auf ein 3D-Spiel vielleicht warte, werde ich die Ladezeit nicht drin lassen. Das lasse ich raus, weil das ist nicht interessant. Das ist, kann man gut abkürzen. Gleich vorweg, dass ich das nicht vergesse, wir löschen das normale Manager-Foto und packen unser Logo rein. Oder mein Logo, eher gesagt. Zack, so. Geburtsdatum nehmen wir mein reales. Nur nicht, warte mal. Wie alt bin ich eigentlich hier? 18. Ach, wo das Spiel rauskam, habe ich meinen 18. gefeiert. Sauber. Na, wir machen, dass wir 30 sind. Das müsste passen. Sind wir zwar noch unerfahren und kein Schwein respektiert uns, aber kann ich persönlich mit leben. Namen? Was nehme ich? Ach, ich nehme einfach mal ganz normal den Nutzernamen. Wir haben zwar schon Gestalten wie LPR, also das hier. Komm, das kann ich ja mal jetzt sagen. Wir hatten schon. Den hatten wir schon. Oder den hatten wir auch schon. Aber ich bleibe heute mal beim normalen Nutzernamen. So. Nationalität lassen wir nur die deutsche drinne. Sprachen nehme ich noch die englische hinzu. Zack. Lieblingsverein. Ja, auch wenn ich mir damit wieder Hate einfangen werde. Dazu, man steht ja zu seinem Verein. Wo habe ich ihn? Da ist er. Yo, könnt ihr gerne jetzt. Jetzt ist so dieser Punkt, wo ihr die Hate-Kommentare zum FC Bayern in die Kommentare schreiben könnt. Ist mir ehrlich gesagt dann auch egal. So, Lieblingsspieler habe ich nicht wirklich einen. Ich könnte jetzt hier. Ja, Thomas Müller ist mit einer meiner Favoriten beim ganzen FC Bayern. Ja, aber nein. Wirklich favorisieren tue ich da keinen Spieler. Generell bin ich auch kein Fanatiker, wovon der Fan ja eigentlich abgeleitet ist, sondern ein Befürworter. Ein Unterstützer. Aber kein, sag ich mal, jetzt radikaler Fan, der sämtliche Dortmunder Busse anzünden möchte oder sämtliche, am besten noch sämtliche 1860 Unterkünften. Nein. Nein. Das ist alles, begibt sich schon alles im normalen Bereich. Ich sympathisiere eigentlich auch mit fast jedem Verein aus der Bundesliga. Mit fast jedem. So. Das Aussehen. Gesichtsform. What the fuck? So war das. Hautfarbe etwas heller. Der Haarschnitt, nehmen wir den. Die Haarfarbe war etwas weiter. Ich bin das schon alles mal einmal durchgegangen, weil ich glaube ich schon 3 Testaufnahmen gehabt habe, die aber alle irgendwie abgeschmiert sind. Wir hoffen mal, dass das jetzt heute nicht so der Fall ist. Den Bart lassen wir auch so und die Koteletten hängen wir auch noch mit rein. Ja, das passt. Wow, blonder Bart, Kleidung. Nee, ich bin kein Fan von Anzug. Muss ich ehrlich sagen. In der Bundesliga bin ich kein Fan von Anzug. Oh, jetzt habe ich schon die Liga verraten. Oh, vermaledeit aber auch. Wir nehmen das, den Trainingsanzug. Fußball pur. Ja. Wir werden mit ohne Finanzassistent spielen und auch mit Manager privat leben. Alleine, weil ich alles eigentlich selber, wie die Merchandise, Tickets, Sponsoren etc. pp., möchte ich alles selber entscheiden. Und mit Manager Privatleben möchte ich spielen. Alleine, weil das noch so ein nettes Nebengimmick ist. Und ich möchte eigentlich schon mit sämtlichen Features spielen, die das Spiel so mit sich bringt. Familie lassen wir erstmal frei. Wir sind Single. Wir sind jung und brauchen das Geld. Nee. Das lassen wir alles mit der Zeit kommen. Familie generieren. Das klingt immer, das klingt so, als ob man eine Familie aus dem Reagenzglas bekommen würde. Widerlich. Und da haben wir unseren LPA 93 als Manager. Und jetzt habe ich den zweiten Hate-Punkt nach dem Lieblingsverein. Ich werde diese 2 Saisons auf leicht spielen. Hate-Kommentare bitte wieder jetzt in die Kommentarfunktion. Warum? Ich möchte gerne erstmal reinkommen. Ich möchte 2 Saisons wirklich das Spiel kennenlernen. Ich möchte einzelne Faktoren wie Ausbau etc., Stadionausbau, Infrastruktur, alles erst nach und nach kennenlernen und nicht sofort erdrückt werden. Und deswegen möchte ich mir das erstmal sehr einfach halten. Ich gehe davon aus, aktuell, dass ich sehr viel Fußballmanager spielen werde in der nahen Zukunft, weil ich aktuell irgendwie auf Let's Play technisch nicht viel Lust habe, was anderes zu spielen, weil ich aktuell auch privat fast nur den Fußballmanager
und GTA 5 spiele. Und GTA 5 kann ich nicht wirklich aufnehmen, so dass es schön aussieht, außer vielleicht von der Konsole. Deswegen möchte ich mich erstmal hier rein denken, hier rein, hier mit spielen, hier mit dem Spiel meine Zeit verbringen, wenn ich schon was für YouTube mache. Deswegen glaube ich schon, dass es da diesmal etwas länger zugeht. Ich werde auch nicht wie bei Schalke den ganzen Kader mit Stars vollstopfen und Verträge ausschreiben, die eigentlich totaler Nonsens sind, was wir teilweise hatten mit jeder Spieler kriegt eine Stammplatzgarantie. Ist ein bisschen schwer bei 80 Spielern im Kader hinterher. Nein, ich nehme das diesmal etwas ernster, weil ich einfach ein größeres Faible für das Spiel bekommen habe. Mit der Zeit. So, da haben wir sie alle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob überall die Wappen drin sind. Ich habe ein Wappenpatch drin. Deswegen ist hier auch nicht so dieser Glanz in den Wappen. Ich hatte ihn erst raus, weil ich die Wappen vorher schöner fand. Aber ich möchte auch Wappen für sämtliche unterklassige Vereine. Und größtenteils haben wir die auch drin. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Ja, Tatsache. Ja gut, hier ist es dann nicht drin. Hier hat man auch das alte Wappen. Das sieht man hier an dem Glanz. Aber sonst ist wirklich so, es ist so gut wie von jedem ein Wappen drin. Die Hessenliga. Seht ihr, es ist so gut wie von jedem Verein. Bis halt auch so kleine einzelne. Da gibt es dann leider kein Wappen. Naja, könnte man ja theoretisch noch raussuchen. Aber ich glaube, wir haben schon eine gute Anzahl hier an Wappen. So, können wir mal kurz reingucken in die belgische Liga. Einfach mal so mal durch die Vereine switchen, bevor wir zu unserem Verein kommen. Ja, einer von den 18 hier wird's. Könnt euch die nächste Zeit noch überlegen, welcher es sein wird. Aber ihr seht es ja gleich dann auch. Ich hatte auch erst überlegt, wo sind sie? Wo sind sie, die Spannockels? Nein. Sollte nicht böse sein gegenüber den Spaniern. Mit einer sehr attraktive Liga, meiner Meinung nach. Alleine, weil man drei Vereine oben drin stehen hat, die wirklich international mit immer zu den Titelanwärtern gehören. Ob es jetzt Champions League oder Euro League ist. War jetzt also nicht böse gemeint. Nee, ich hatte erst überlegt, ob ich mit Barca einfach mal eine Anfangssaison mache. Aber das ist dann ja auch wieder zu einfach. Wird vielleicht auf jeden Fall bestimmt irgendwann hätte, sollte, könnte. Nee, das wird es vielleicht irgendwann mal geben, aber wenn man hier so guckt, ne? Nur ein einziger Verein, der orange ist, sonst alles grün. Ah, das wäre auch schon was Feines. Ah, aber vielleicht später. Ihr seht, auch die Lizenzen habe ich mit einem Patch nachgebracht. Das heißt nicht mehr Meisterliga, sondern UEFA Champions League. Was man auch hier schön an der Trophäe sieht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann doch brauche zum Spielen. Portugal hatte ich auch überlegt. Ich habe eine ganze lange Zeit mit dem FC Porto gespielt. Bisschen spannender als dann in der spanischen Liga, schätze ich mal. Aber auch hier hat man nur zwei oder drei orangene Gegner. Trotzdem brauchte ich sehr viel Glück hinterher noch, um da die Meisterschaft zu holen. Da wurde Braga dann hinterher ein sehr unangenehmer Gegner. So, aber wir werden noch über den Laufe der Zeit werden wir noch sehr viel die anderen Ligen auch noch unter die Lupe nehmen. Red Bull New York. Hier ist kein neues Logo zugekommen. Okay, weil hier ist noch dieser Glanz drin, ne? Irgendwie komisch. Ja, Cahill ist mittlerweile auch bei Red Bull New York. Achso, ist das ein anderer? Ist das nicht der Cahill aus... Wie heißen sie? Aus Chelsea? Oder bin ich jetzt gerade ganz... Jetzt bin ich, glaube ich, gerade ganz auf dem falschen Dampfer. Ich weiß, ich dümpel hier gerade so ein bisschen rum, aber wer damit nicht klarkommt, kann ja vorspulen. Cahill, 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 wo bist du denn? Ach, das ist Gary Cahill. Ah, wird doch, glaube ich, anders geschrieben, oder? Oder habe ich jetzt... Tja, so entstehen Gerüchte und Missverständnisse. So, nein, wir gehen in unsere Liga. Es ist ein Abstiegskandidat, von dem man aktuell noch nicht weiß. Heute ist der Samstag vom 33. Spieltag um 14:45. Also ich werde jetzt diese Folge aufnehmen und danach schon eigentlich losdackeln zum Bundesliga gucken. Man weiß noch nicht, ob er absteigt oder nicht. Es ist nicht Hannover 96, es ist nicht Hertha BSC, nicht der Hamburger SV, nicht der VfB Stuttgart. Es ist der SC Paderborn, ein Verein, mit dem ich regional sehr viel in Verbindung bringe. Nicht der regionalste Verein, er ist ungefähr 35 Kilometer, ist Paderborn von mir entfernt.
Ich könnte noch welche nehmen, die näher dran sind. Ne, 35. Na, um die 40 Kilometer lasst es sein. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Nee, gar nicht. Ich gucke nachher in Google Maps. Nee, und mit dem möchte ich 2 Jahre, hier unten schon eingestellt, spielen. Und hoffen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Was ich dem Verein wirklich sehr wünschen würde, weil ich muss ehrlich sagen, so viel, ja, der Hamburger SV, so viel man vielleicht für ihn, wie viele Sympathisanten er auch hat, hat meiner Meinung nach nicht verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Genauso Stuttgart tue ich mich schwer mit. Wenn man hier bedenkt, ne, die 8-stärkste Mannschaft, Hamburg die 9-stärkste Mannschaft. Aber gut, ich glaube auch eher, dass Hamburg drinne bleibt, leider Gottes. Aber ich gönne es, wenn sie es schaffen, gönne ich es ihnen auch, weil sie es ja dann auch irgendwie verdient haben. Und Paderborn, da ist mehr so ein Wunschgedanke, dass dieser Verein in der ersten Liga bleibt. Und wenn man hier guckt, wir haben, okay, ich schätze, ich weiß nicht, wie Mainz eingestuft wird, aber hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7 orangene Gegner und 10 rote. Das wird ein richtiger Spießrutenlauf durch die erste Liga. Und ich bin gespannt. Wenn wir es schaffen, wäre es super. Aber selbst wenn wir in der ersten Saison absteigen, ist mir das ehrlich gesagt recht Jacke, weil dann machen wir halt noch eine Zweitligasaison hinten dran. Ne? Gut, und dann würde ich, wenn ich nicht wieder aufsteigen würde, vielleicht dann doch einen anderen Verein weiterspielen. Aber mal gucken. Ich lasse mich wirklich überraschen. Das wird richtig interessant, meiner Meinung nach. Das wird richtig interessant. Nationalmannschaft. Ne, nicht in diesem Spielstand. Das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen. Auf jeden Fall mal irgendwann die deutsche Nationalmannschaft oder auch vielleicht eine andere Nationalmannschaft zu trainieren. Neben dem Verein. Alleine. Wow, hier wurden die Pokale nicht erneuert. Sauerei sowas. Nee, alleine wegen den 3 Turnieren. Hier kommt noch die Weltmeisterschaft 2014, die EM 2016 und auch die WM 2018. Solche Turniere würde ich dann echt doch gerne mitnehmen. Das heißt, es wird dann ein sehr, sehr langer Spielstand sein. Können wir da mal reingucken? Mal gucken. Ah ja, die Transfers, wie ihr seht, sind drinne. Sogar ein anderes Spielerbild hat er bekommen, glaube ich. Kann das sein? Tatsache. Noch nicht mehr das Dortmunder Spielerbild. Finde ich schön. Ja. Sind auch sonst alle Transfers berücksichtigt? Ich glaube, Xherdan Shaqiri müsste hier noch rumgeistern. Ja, da ist er. Also alle Transfers aus dem Winter sind nicht. Da sind keine Wintertransfers berücksichtigt. Das ist die Startdatenbank aus dem Jahr 2013. Aus dem Startjahr 2014, 2015, aber es startet halt 2012, wie das Spiel generell startet. Einige Historien sind korrekt, aber die Meisterschaft wird neu ausgefochten. Eigentlich sind das hier Kappes-Daten. Das ist eigentlich, hat keinen Nährwert. Ihr seht, der Champions League-Sieg 2013 ist dafür nicht berücksichtigt worden. Das ist halt so. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ein anderer als der FC Bayern die Meisterschaft holt, was dann hier passiert. Aber ich glaube, wenn man den FC Bayern selber nicht spielt oder einen anderen Verein zur Meisterschaft selber führt, dass das dann hier einfach so übernommen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, so. Das war's eigentlich. Wir nehmen keine Nationalmannschaft mit. Wir gehen durch und sehen auch hier schon den SC Paderborn Ladescreen. Wir sind jetzt vielleicht schon 20 Minuten am Labern. Das wird auch noch so ein bisschen gehen. Wir werden... Oh, geil! Pokalauslosung! Nächster Punkt, wofür man mich eigentlich haten könnte. Normal bin ich jemand, der Pokalauslosungen immer durchlaufen lässt. Wenn ich privat spiele, immer. Meistens, wenn ich Fußballmanager spiele, habe ich auch irgendwie Kaffee oder sonst was abends noch so dabei. Entweder ein Kaffee oder irgendwas anderes, Leckeres zu trinken, Tee oder irgendwas. Und guck mir dann gerne an, was hier so gelost wird, weil ich finde sowas interessant. Oh, Holstein Kiel. Ja, ich finde, das Wappen sieht beispielsweise nicht so schön aus ohne diesen Glanz. Aber das ist halt der Wappenpatch. Muss ich mit leben. Ist mir aber zumindest lieber, dass fast alle Vereine ein Wappen haben. Wir gucken uns jetzt die ersten 5 Begegnungen an. Vielleicht werden wir ja schon gezogen. Oh, Jahn Regensburg. Gleich als erstes. Gegen die Eintracht aus Frankfurt. Oh, ein machbares Los eigentlich. Meiner Meinung nach. Darmstadt 98. Der aktuelle Durchstarter in der zweiten Liga. Der auch so gut wie aufgestiegen fast ist. Gegen den FC Schalke 04. Oh, da werden wir auch ein kleines Auge drauf werfen auf Schalke. Einfach nur, um den Verein so ein bisschen im Blick zu haben.
Wie gesagt, ich könnte das jetzt so durchlaufen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, auch wenn 90% eh schon abgeschaltet haben wegen meinem ständigen Durchquasseln. Lasst ihr sowas durchlaufen? Ich irgendwie schon. Wie gesagt, ich bin so ein Fan von Pokalauslosungen. So, Energie Cottbus. Wenn wir jetzt Glück haben. Ne, wir kriegen Hannover 96. So, um euch das Ganze aber jetzt zu ersparen, lassen wir das jetzt so durchrasseln. Und wir spielen gegen Unterhaching. Die Sportvereinigung Unterhaching empfängt den SC Paderborn. Das ist eigentlich ein Traumlos für Unterhaching. Haben eine Stärke von das Team. Hätten schwächeren Gegner kriegen können. Naja, 600. Okay, sind 14. in der Liga. Ja, sollte eigentlich möglich sein. Drittligist. Naja, wird interessant. Auf jeden Fall was Machbares. Wen haben die anderen denn bekommen? Der Hamburger SV fährt nach Bochum. Oh, ein schönes Spiel. Oh, RB Leipzig kriegt es mit Hertha zu tun. Jojo, absolut zwei gleichwertige Gegner. Ja, leider Gottes. Der FC Bayern fährt nach Wackerburghausen. Oh, auch ein Traumlos. Also für Wackerburghausen. SV Elversberg empfängt Borussia Dortmund, auch eigentlich ein recht gutes Los. Homburg, der FC 08 Homburg empfängt Bayern 04 Leverkusen. Gladbach möchte ich noch eben kurz nachgucken. Wo haben wir sie? Da sind sie. Die fahren nach Wacker Nordhausen. Die Borussia aus Mönchengladbach. So, das soll es aber auch sein. Wer sich seinen Verein hier raussuchen möchte, der kann ja auf Pause drücken. So, und jetzt müssen wir auch gleich schon in den Spielbildschirm kommen. Wenn das Ganze nicht zu sehr durchlädt. Ach so, erst kommt noch das Ligensystem. Ja, die ganzen Oberligen, beziehungsweise Bayernligen, Hessenligen etc. pp. Dann die Regionalligen, 5 Stück an der Zahl und dann die 3 Ligen. Dritte, zweite, erste. Die dritte Liga und dann die beiden lizenzierten Bundesligen. Oh, gleich kommen noch die Saisonziele. Oh, da sind sie. 4 Millionen Transferbudget. Irgendwie bezweifle ich das ganz stark. 5 Millionen wären mir ganz lieb, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eh nicht übernommen wird. Achso, ich kann noch ein bisschen ausgeben. Okay. Saisonziele. Beim Nichtabstieg verbleiben wir, glaube ich, ganz gut. Und im Pokal sage ich einfach mal nur zweite Runde, weil gerade der nationale Pokal ist hinterher sehr, wird das einfach ein Unding, weil im Nachhinein sowieso nur noch Bayern, Dortmund, Schalke, Leverkusen, Gladbach, die würden uns wegputzen zu 90%. Und deswegen, wenn wir Pech haben und gleich in der zweiten Runde so einen Hammer losbekommen, sehe ich das noch ein bisschen schwer an. Und deswegen lassen wir hier den nationalen Pokal einfach mal die zweite Runde. Unterhaching sollten wir eigentlich schlagen können. Gehe ich einfach mal von aus. Und Liga? Tja, der Nichtabstieg. Wir könnten unsere Jobsicherheit nach oben pitchen, aber wir lassen den Nichtabstieg als Saisonziel, weil ich gerne auch eine zweite Erstligasaison spielen möchte. Und wenn nicht, dann halt eine erste Zweitligasaison. Und go! Jetzt kommt hier Willkommen, yo, Auflösung. Ja, ich habe leider nicht die höchste Auflösung, beziehungsweise nicht die standardmäßige 1080p-Aufstellung, weil mein Monitor das leider nicht hergibt. Leider Gottes. Oh. Der erste Tag steht an und ich glaube, der Sound ist ein bisschen leise. Eine neue Herausforderung für LBR93. Jo, der erste Tag. Wird auf jeden Fall interessant. Wir werden sehr lange beim ersten Tag verbleiben. Warum? Weil wir sehr viel einstellen müssen. Wir müssen. Alleine. Ich gucke gleich mal in das News Center. Allein Training werden wir sehr viel einstellen müssen. Ich habe hier. Ja. Hier sind nicht alle. Ja, ist in Ordnung. Nicht alle Sachen verfügbar. Ich habe einige benutzerdefinierte Trainingswochen, die ich hier reinklatschen werde. Und ja. Ich denke mal, dass wir die dann auch anwenden würden. Das Mannschaftstraining, ich weiß gar nicht, ob das übernommen wird, wenn ich das jetzt hier bei langfristig einstelle. Das gucke ich einfach dann alles mal. Also Training werde ich komplett selber machen. Wir werden die Trainingsgruppen einstellen. Ja, auch die sind schon soweit eingestellt. Wir haben 2 Trainingsgruppen. Obwohl, hier sind die ganzen Verteidiger. Die würde ich so lassen.
Die Stürmer würde ich hier in eine einzelne Trainingsgruppe machen. Das machen wir aber alles später. Wir gehen erstmal ins News Center und lesen ein bisschen. Willkommen beim SC Paderborn 07. Blablabla. Jo, das ist einmal, dass wir hier oben alles haben. Soweit weiß ich das Ganze doch schon. Die Saisonvorbereitung machen wir selber. Mitgliedsbeiträge, wir haben 1700 zahlende Mitglieder. Und zusammen hat das Ganze 42.500 Dollar, Euro gegeben. Und wofür habe ich bei Transfers 5 Millionen eingestellt? Was eine Sauerei. Budgeterhöhung von 3,5 Millionen. Das heißt, ich könnte das jetzt hier auf 6 hochpitchen. Aber ich versuche damit zu arbeiten, Leute. Ich will nicht so viel umstellen. Saisonziel. Ihr Präsident Wilfried Finke, die alte Pfeife. Der ja zwischendrin in der Saison gesagt hat, Relegation ist nicht kommunizierbar. Wir wollen den Klassenerhalt, ne? Hashtag lass mal erstklassig bleiben. Ich würde mich richtig freuen für den SC Paderborn. Teilt ihm mit, was er von der kommenden Saison erwartet. Seiner Meinung nach ist das Saisonziel ganz eindeutig. Nicht Abstieg. Und das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer, wenn man bedenkt, ne? Wir sind Aufsteiger. Kölle ist Aufsteiger. Und ich denke, da haben die eine bessere Chance. Oh, wir haben aber noch... Achso, nee, das ist Kölle. Ich wollte gerade sagen. Das ist Kölle mit den etwas leichteren Lösungen. Wir haben... Ja, mit Mainz starten wir den ganzen Spieltag. Das wird echt... Wird interessant. Wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Pokalhistorie. Das war DFB-Pokal. Ja, Sitter 2011, 2012 ist das letzte Pokalergebnis, was hier eingetragen ist. 2013 wurde da nicht ganz so berücksichtigt. Ist aber auch in Ordnung. Ich finde, das ist gut, wenn man Geschichte neu schreibt. Supercup? Ja, gibt es gar Vorjahrestabellen? Kann man da irgendwie was gucken? Ne, da hat man nur dann Tabellen und kann sich dann hier die Saisons einzeln raussuchen. Was ist denn jetzt, wenn ich ganz in die 50er Jahre gehe? Ja, ist klar. Ey, aber Köln Meister. Ja. Interessant. Werde ich vielleicht auch mal eine Folge machen, wo wir uns die ganzen Statistiken mal durchgucken. Na, ist aber irgendwie auch uninteressant. Pokaltabellen. Ach, das ist das Aktuelle, was so gemacht wird. Pokalergebnisse kann man ja mal reingucken. Da stehen wir drinne, hier unter Haching. Supercup. Jo, der steht auch an. Bayern gegen Dortmund. Naja, gucken wir später mal rein. So, als nächstes werden wir hier erstmal alles einstellen. Hier packe ich den Manager hin. Auslaufende Verträge, die sind hier. Auffällige Spieler. Habe ich hier unten noch einen? Ja, dann machen wir hier erstmal die auslaufenden. Nein, die habe ich da hingepackt. Verletzten Spieler wären auch noch nice. Sperre und Verletzungen, da haben wir es. Das packen wir hier hin. Und auffällige Spieler. So, das haben wir hier. Oh Gott, weg damit. Weg damit. Das ist eigentlich was ich manchmal ganz nice finde, um in die anderen Wettbewerbe reinzugucken. Aber da können wir auch hier einfach in die Statistiken gehen. Da kommen wir ja auch in diesem Bildschirm. Deswegen kommt das raus. Und hier kommen die letzten 6 Ligaspiele hin. Um die Trends mal ein bisschen nachzufolgen. Tabellenplatzentwicklung ist auch ganz nett. Torjägerliste. Wertvollste Spieler finde ich auch interessant. Verlierende Spieler. Nee, da ist mir Trainingsfortschritt gerade ein bisschen wichtiger. Taktik haben wir, glaube ich, auch noch irgendwie. Und den Teamstatus. Ja, das finde ich dann doch wesentlich interessanter. So, das ist unser Arbeitsplatz soweit. Wir sind jetzt gleich schon bei 30 Minuten, aber wir werden auch schon nochmal den ersten Blick ins Team werfen. Um mal so einen generellen Überblick zu bekommen. Kalender. So, wir haben... Ja, wir haben auf jeden Fall hier, werden wir ab Montag das Trainingslager 2 Wochen führen. Hier können wir auf jeden Fall noch... Oh, wir haben da auch noch mal 2 Wochen. Oh, wir werden 2 Trainingslager machen. Auf jeden Fall. Eins für Fitness und eins für Teamwork oder sowas. Oder für Taktik. Auf jeden Fall.
Dazwischen kann man dann alles planen, wie Autogrammstunden, Saisoneröffnung, pp. Etc. pp. Wir werden auf jeden Fall dann auch schon mal solche Sachen wie Weihnachtsfeier und den ganzen Bockmist machen. Warum kriegen wir Bayern in der englischen Woche? Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Okay, nein. Da haben wir die nächste. Da wäre die zweite Runde vom DFB-Pokal, wenn wir da dann hinkommen. Andere Wettbewerbe haben wir ja nicht. Internationale kriegen wir gar nicht erst angezeigt. Schade. Da ist das Halbfinale, da wäre Viertelfinale. Ja. Dann am 11. Mai das Finale. Zwischendurch gab es, wo ich privat mit Porto gespielt habe, Probleme mit dem Rahmenkalender. Dass teilweise Spiele wie Champions League-Finale und sowas, alles und Pokalfinale, alles auf einen Tag fallen. Das finde ich echt scheiße. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen damit schreiben, ob man diese Spiele trotzdem beide spielen kann oder ob eins dann simuliert wird. Würde mich mal interessieren. Fände ich ein bisschen schade, aber ich glaube nicht, dass wir mit Paderborn irgendein internationales Finale oder ein nationales Finale spielen werden. Ist nur so eine Geschichte, die mich persönlich interessiert. Ja. So. Dann gehen wir mal in die Mannschaft. Ach du Schande. Erstmal hier die... Ich will die Fratzen haben. So. Vrančić hier. Lück da. Da werde ich mir auch noch ein paar Gedanken zu machen, wie ich mein Team aufgestellt haben möchte. Für mich ist der Kader nämlich noch etwas zu groß. Hier werden auch auf jeden Fall auch einige Leute in die zweite verfrachtet. So wie Viktor Meier. Mir sehr gut bekannt. Nicht nur, weil er mal hier im lokalen, im regionalen Stadtverein gespielt hat. Damit meine ich jetzt nicht Paderborn. So. Burchard. Ne, ich bin echt am Überlegen, wie wir spielen werden. Ich finde die Ausrichtung schon ganz nice. Das passt eigentlich so. Viererkette, zwei Sechser, ein Offensiver und die beiden Außen plus ein Stürmer. Finde ich sehr gut. Haben auch mit Wemmer und Stoppelkamp zwei sehr, sehr ordentliche Außen. Guck mal, der könnte auch links außen spielen. Also könnten wir die auch offensiv ausrichten. Bei ihm wäre es nicht ganz so optimal. Was denn mit Ouali? Der könnte auch rechts außen spielen. Okay, ja gut, frisch sind sie, fit sind sie alle nicht. Das wäre aber auch ein bisschen, naja. Aber erstmal stellen wir noch was anderes ein. Spieloption. Ein Spielzug. Wo kann ich jetzt mit dem Spielzug einstellen? Das Autosave machen wir mal nach jeder Woche. So, das wäre alles. Ja, Spielerreden kann er in Kinien. Tooltip. Ja, noch lassen wir sie drin. Eigene Einstellung. Teamfarbe, eigener Verein. Ist ja auch egal. Hier dürfte alles drin sein. Jo. Ein Spielzug dauert einen Tag. Warum stelle ich einen Tag ein? Weil ich regelmäßig speichern werde. Das können wir jetzt ja mal hier machen. Durch diese Geschichte mit der Ligenbegrenzung kann es sein, dass das Spiel zwischendurch halt mal abschmiert. Und deswegen möchte ich immer ein aktuelles Save haben. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So gut. Gehen wir mal in die erste Mannschaft nochmal. Also ich möchte auf jeden Fall dieses System, dieses 4-2-3-1, das ist eigentlich genau das so. Normal spiele ich mit den Mannschaften, die ich manage, immer ein offensiveres System, dass ich dann hier mit rechts außen und links außen spiele. Aber ich glaube, bei Paderborn passt das so. Hatte erst überlegt, wirklich eine Mauertaktik. 5 Leute hinten, 3 Defensive, dass du wirklich so eine Achterkette fast schon hast. Aber das ist ja auch langweilig, wenn du nur am Mauern bist. Personell werden wir nicht viel ändern. Ich möchte halt nur ein paar Positionen, dass ich die doppelt besetzen kann, wie ein Rechtsverteidiger, weil Strodik hundertprozentig nicht die ganze Saison rechts spielen wird. Da werden wir auf jeden Fall auf dem Transfermarkt nach Alternativen suchen, weil wir haben immerhin 3,8 Millionen Transferbudget. Aber nur, was soll der Quatsch denn mit den Gehältern? Das verstehe ich ernsthaft nicht. Oder ob das das ist, was wir aktuell zahlen. Das kann natürlich auch sein. Naja. Ich lasse mich überraschen. Wir könnten ja noch eine Erhöhung verlangen, aber dann müssen wir auch unsere Saisonziele anpassen. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Ne, wir gucken mal. Zweite Mannschaft haben wir auch. Euer Ernst? Wo spielt die denn?
Aha, da. Okay. Witzig. Wir haben echt eine zweite Mannschaft. Na gut. Ach, die spielt doch. Die spielen noch in der Kreisklasse, sicher. Paderborns zweite. Oder entweder in der Kreis- oder in der Bezirksklasse. Und diese, im Fußballmanager fängt das ja erst ab der Oberliga an. Ja, sicher. Da ist die Liga nur nicht drin. Aber die zweite Mannschaft ist da. Ich hoffe, die spielt auch zwischendurch und dass das nicht einfach nur so ein Restelager ist. Was haben die denn hier Feines? Ach du Scheiße, ja. Läuft auch alles unter ferner Liefen. Ja. Lassen wir sie mal existieren. Auflösen würde ich sie jetzt nicht. Kann man die denn irgendwie... Ich war gerade überlegen, ob ich die auflöse, aber nee. Auch wenn wir hier echt keine Granaten raus erwarten können. Ja, Alba Mea. Kommt er erstmal rein und Kock. Wow, muss er... Heißt er Kotsch oder Kock? Süleyman Kotsch, könnte ich mir vorstellen. Aber dann wäre doch hier irgendwie so ein Akzent oder sowas drüber. Hm. Naja. So. Mea, du bist ja immer noch drin. So. Wäre die Mannschaft auch perfekt auf, also vollkommen aufgestellt. Aber wie gesagt, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen aussortieren, gucken, mit wem wir arbeiten werden, wen wir verkaufen, weil wir spielen nur zwei Wettbewerbe und DFB-Pokal werden wir nicht so lange spielen, glaube ich nicht. Also wenn wir ins Achtelfinale kommen, das wäre noch das Optimalste. Ja, Jugendmannschaften, da kann man auch mal kurz drüber gucken. Ach du Kacke. Kann man in der A-Jugend noch welche rauswerfen? Super. Da werden wir auf jeden Fall auch noch ausmisten. Och Gottchen. Ja, hier auch. Ich habe gehört, wenn man die untere, die mit den weniger Talent haben, wenn man die rauswirft, dass dann bessere nachkommen. Kann mir das einer bestätigen? Also wenn ich jetzt die alle mit einem Stern rauswerfe, dass dann nur welche mit zwei Sternen nachkommen, dass die sich dann hier an die Qualität halten. Dasselbe würde ich hier machen, ehrlich gesagt. Gut, hier sind nicht so viele, aber die mit nur einem, die würde ich auf jeden Fall rauswerfen. Mindestens zwei, wenn nicht sogar zweieinhalb. Ja. Klar, schlechteste Jugend haben wir auch noch. What the fuck? Und weltweit? Ha, 194. Da kann ich es bald auch schon sein lassen. Naja. Jo, Mentoren müssen wir dann auch irgendwann zuweisen etc. Aber das mache ich dann auch erst, wenn die raus sind. Wenn da neue kommen. Wenn so wie hier... Warum spielt der hinten? Okay, der kann links die komplette Seite spielen. Ne, aber so ein war super verletzungsanfällig und braucht Aufmerksamkeit. Oh, ein kleiner. Oh, der Yannick sucht Aufmerksamkeit. Na, vielleicht kriegt er die ja. Okay. Okay. Ja, da werden wir uns dann auf jeden Fall drüber setzen. Training, wie schon angesprochen, der Trainingsplan, den werden wir einstellen. Dass wir auch genau wissen, was die trainieren. Gruppe 1, Gruppe 2. Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch eine dritte Gruppe mit den Stürmern, die werden wir einstellen. Das aber alles nach und nach. Das ist jetzt heute erstmal nur so eine Überblicksfolge, damit ihr wisst, was in unserer Vorbereitung alles passiert. Ja gut, Teamdynamik, da brauchen wir eigentlich noch nicht wirklich reingucken. Obwohl Teamhierarchie, wow. Es gibt nicht mal einen Führungsspieler. Oh Gott. Wie alt ist eigentlich das Durchschnittsalter? Also, wie hoch? 28. Na gut. Wir haben nur Daniel Brückner. Ist über 30. Ist eigentlich eine wunderbare Voraussetzung, um mit diesem Verein zu spielen. Meiner Meinung nach. Kann sein, dass wir ein riesiges Übergebot an Mittelfeldspielern haben. Tatsache. Naja. Okay. Verträge. Duxch ist unverkäuflich. Ist aber in seinem letzten Jahr, oder wie? Ja, sein Vertragsende diese Saison? Das steht hier aber nicht. Hat eine 68 und ist erst 18. Oh, und vor allem 3,5 Talentsterne, 7 von 10, also... Ja, 7, die zählen die ja hier mal einen halben und dann noch den ganzen drauf, ja, werden wir auf jeden Fall versuchen, dann jetzt demnächst sofort schon zu halten.
Ein paar andere werde ich verkaufen. Ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich für den Meier irgendwas kriege. Weil ich weiß jetzt schon, dass der keine Zukunft haben wird bei mir. Weil Stürmer haben wir auch nicht gerade wenig. Wenn man jetzt mal guckt, wir haben... Dux ist... Okay, gesetzt. Dann haben wir Saglik noch und Kachunga. Warum ist Kachunga ja nicht gesetzt? Ach so, die haben dasselbe dann von der... Können wir mal kurz den Aufstellungsassistenten drüber laufen lassen. Okay, 751 ist aktuell das Beste, was wir liefern können. Nur gut. Maradona, das wird eine Tortur schlechthin. Wow, 40 Minuten gleich schon. Sorry, schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr noch am Zuschauen seid. Ich weiß ja dann, wenn einer das schreibt, dass er sich das wirklich bis zum Ende angeguckt hat. Ich hoffe, es gab keine Aufnahmeunterbrechung. Mit DX Story weiß man das irgendwie nicht immer so. Ne, ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal hier den Kalender schon mal planen. Und schon so erste Gedanken mal mit Kaderplanung, wie wir in die Saison gehen. Ich plane auf jeden Fall mit Kruse als Torhüter, also... Und mit Lück auf jeden Fall auch. Das sind jetzt zwei Durchschnittskeeper, die ich auf jeden Fall drin lassen möchte. Ja, 21 und wie alt ist Kruse? Ja, Kruse ist... Gut, Kruse ist 28, aber da wird sich auch, glaube ich, nicht mehr so viel tun. Wir werden... vorerst dann auch noch Trainingsziele etc. pp. Einstellen. Das wird alles richtig viel Zeit fressen, weil ich auch bei den Jugendspielern die Trainingsziele einstellen möchte. Ich möchte wirklich alles selber in die Hand nehmen. Transfermarkt, erstmal sofort einstellen, nur realistische. Bis 45 brauche ich auch nicht unbedingt jeden, da lassen wir mal 30 drin. Und Stärke, dann nehme ich mal 63 bis 99, bin ich ehrlich gesagt mit zufrieden. So, und Talent, mindestens 3. So, guck mal, kriegt man sofort schon ein paar Sachen schön hier aufgetischt. Daniel Frahn von RB Leipzig. Nicht nur im FIFA, nicht nur in FIFA wollten sie loswerden, auch im Fußballmanager, finde ich gut. Oh ja, hier findet man auf jeden Fall noch ein paar Geschichten. Und die sind doch alle gut bezahlbar. Da gucken wir später nochmal nach. Es ist nur mal so jetzt heute so ein kleiner Überblick. Auf die 50 Minuten werden wir sowieso kommen. Der macht den nächsten Beobachter. Gut, dann wirst du erstmal eine Aufgabe bekommen, dass ich dich nicht vergesse. Allgemeines Scouting in Deutschland. Talentsterne. Kann ich die hier einstellen? Talent? Nee, schade. Minimum, ach Alter, ne Alter kannst du ruhig 15 sein und bis 30 nehme ich dich auch. Ich denke so ein bisschen an die nächste Saison, ich möchte nicht zu Alter, ich möchte auch ein paar Spieler mit Perspektive haben. Bis von 63 an nehme ich euch, gut. Größe ist mir egal. Nationalität ist ehrlich gesagt erstmal egal, auch in der Liga, welche Liga das ist, ist eigentlich auch egal. Permanent und nur realistische Transfers, sonst haut er mir da ja alles rein. Erstmal die Position. Stürmer habe ich eigentlich. Ich möchte schon Abwehrspieler haben. Einfach mal Abwehrspieler, die gut flanken können. Gut im Zweikampf sind. Zweikampf habe ich schon drin, ne? Ja, Grätsche, Manndeckung. Ja, und Manndeckung. Das sind so die Sachen, worauf ich ein bisschen Wert legen möchte. So mal noch ein paar Abwehrspieler. Lassen wir ihn, dass er auf jeden Fall was zu tun hat. Doch, du hast permanent. Gut. Ja, nee, dass unsere Scouts wenigstens was zu tun haben und wir das Thema schon mal erledigt haben. Wir haben welche, die den Standards nicht entsprechen. Welche denn? Wow. Unser Mannschaftsarzt ist ja mal ein richtiger Goal. So Müller-Wohlfahrt für Arme, oder wie? Gut, gerne. Nehmen wir mit. Hat auf jeden Fall Vertrag bis zum Ende der Saison. Wollen wir die mal alle auf Lehrgang schicken? Wie teuer ist das denn? 120.000. Okay, dann bleibt doch einfach. Bleibt weiter so, wie ihr seid. Hier seid alle gut. Gut. Aufgaben übertragen. Erstmal lassen wir die alle drinne. Fanbeauftragte, ach du Scheiße. Oh, das wird auch noch lustig. Wenn man so mal guckt.
Fans. Freikarten für alle Spiele. Ach du Kacke. Dominik, geh aus Palawan, weiß nicht, wer ich bin. Ja, darum werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Okay. Also hier, dass wir zu viele Spieler haben. Da werden einige auf jeden Fall gehen. Wenn man in kleineren Gruppen trainieren würde. Guck mal, finde ich aber gut, dass die Sachen, dass die alle schon so auf Agenda hatte. So oder so. Karriere nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Yo. Ach ja. Der SC Paderborn. Ich freue mich richtig. Ich freue mich sehr. Unser Stadion. Wir haben eine Gesamtkapazität von 15.000. Okay. Wo sind die Tickets? Kartenverkauf. Die werden wir auch einstellen, weil wir kriegen zwar gegen solche Clubs, kriegen wir das Stadion voll. Topspiel werden wir auf jeden Fall einen kleinen Zuschlag drauf packen. Oh, auf jeden Fall. Da habe ich jetzt schon Spaß dran. Und wir werden versuchen, alles voll zu kriegen. Was zur Hölle? 10 Euro. Okay. 35. Entschuldigung, was ich geschrien habe. Haupttribüne 35 Euro. Da werden wir auf jeden Fall runtergehen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass hier alles, dass wir die ein bisschen anheben, die Zuschauerzahlen. Weil es ist eine Bundesliga-Saison und da muss man eigentlich mitnehmen, was geht. Eigentlich darf man da nichts liegen lassen. Hey, wir haben schon 14:45. Ich muss jetzt eigentlich nur noch eine Stunde weiterlabern. Dann habe ich eine Stunde 45 aufgenommen und der Spieltag fängt an. Automatischer Top-Zuschlag? Nee. Okay, das haben wir. Mitarbeiter waren wir kurz drinne. Merchandising. Mütze und T-Shirt. Nehme ich die mit rein? Bin mir noch nicht sicher. Ne, das überlege ich mir noch, ob ich Mütze... Ah, doch, eine Mütze nehmen wir mit dran. Die entwickeln wir auf jeden Fall. Na. Infrastruktur, aber mal Stadion gucken. Von wegen Stadion Neubau. Pff, nee. Nein. Infrastruktur, da haben wir sie doch. So. Das Finanzzentrum, okay. Dauer 40 Wochen. 500.000, könnten wir uns das leisten? Das gucken wir, wenn wir fertig sind mit der Vorbereitung, mit den Transfers und etc. Dann gucken wir, ob wir auch ein bisschen ausbauen können. Weil Stadion erste Mannschaft könnte man tatsächlich. Straßenbahn, Statue, oh, was man hier alles ausbauen könnte. Ne, aber erstmal müssen wir wirklich gucken. Vielleicht lasse ich das ganze Gelände auch erstmal so. Alleine nur, um zu gucken, was wir erreichen. Wenn wir wirklich noch eine zweite Saison machen würden, dann könnte man ja viel besser planen. Aber das weiß man leider noch nicht. Oh, privater Bereich. Erstmal Golf spielen gehen. So, Familie, yo. Ich hatte erst überlegt, mir hier wieder die Finanzspritze reinpacken zu lassen, aber ich lasse das mal. Muss ja nicht sein. Aktienmarkt. Lasst uns Borussia Dortmund aufkaufen. Naja, aber nicht mit 0 Euro privat. Eigentlich bin ich gerade, ich bin eigentlich total pleite. Wie kann ich überhaupt irgendwo wohnen? Habe ich überhaupt ein Haus? Okay, anscheinend nicht. Nicht mal ein Apartment. Was kriege ich eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Vertrag. Okay, Grundgehalt 316. Okay, da kaufen wir uns auf jeden Fall erstmal danach sofort ein Haus. Das können sie uns wenigstens nicht mehr nehmen. Ach, hier hätte ich eigentlich auch irgendwas reinpacken können, ne? Ach, ist auch egal. So lasse ich mir alle Türen offen nach außen hin. Titelgewinne, ja. Und am Ende der Saison stehen hier Meisterschaft, DFB-Pokal. Nein, im Endeffekt wird da am Ende der Saison gar nichts stehen. Aber gut. Sponsoring wollte ich nochmal kurz reingucken. Wo haben wir sie denn? Transfers, Verein, da ist doch Sponsoring. Ach, keine... Banden. Noch 58 freie Banden. Ach du Scheiße. Kamps hat welche. Ein Versandhaus. Ed und Kel. Keine Ahnung, was das sein soll. EA Sports, ja, ist klar. Namensrechte. Puh. Naja. Okay, Leute. Knapp 50 Minuten sind voll. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir jetzt noch in der ersten Folge erstmal machen. Ich werde mir die Vorbereitung alles so schön klein zerstückeln. Dass wir in einer Folge das machen, in einer anderen Folge das und dass wir am Ende dann alles schön eingestellt haben. In der nächsten Folge werden wir erstmal den Kalender einstellen, Trainingslager,
etc. pp. Und auch schon erste Leute auf die Transferliste setzen, die wir oder mit denen ich nicht plane. Ich werde mir bis dahin auch schon mal so eine Voraufstellung, mit der ich ins Spiel gehen möchte, oder auch vielleicht schon einige Leute raussuche auf dem Transfermarkt, die ich mir dann als Backup oder als Neuaufstellung, Neuersatz, keine Ahnung, einkaufe. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zugucken, hoffe, ihr habt Spaß an dem Projekt. Auch wenn es jetzt heute etwas sehr lange ging mit 50 Minuten. Aber ich freue mich auf dieses Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.